So, was ist besser als einmal über Home Automation zu sprechen? Richtig, zweimal drüber zu sprechen. Wenn man jetzt seine ganzen lustigen Geräte und Sensoren hier eingerichtet hat, kann man natürlich dann auch so kleine Skripte basteln, um Dinge sinnvoll miteinander zu verbinden. Sowas wie, wenn die Steckdosenleiste an meinem PC länger als 10 Minuten, weniger als 20, 30 Watt zieht, wird der Rechner wohl aus sein und ich kann die Steckdose ausschalten. Hui! Nie mehr den Standby vergessen. Total super. Oder wenn es nach 22 Uhr ist und ich schalte das Deckenlicht an, dimme es doch automatisch auf, was weiß ich, 40%. Ich muss hier abends keine Flutlichtbeleuchtung haben. Und wenn doch, wie wäre es damit? Wenn das Licht bei 40% ist und ich schalte es zweimal hintereinander schnell an und aus, schalte es auf 100% hoch. Hui, das macht Spaß. Was kann man denn noch? Ach ja, was ich noch gemacht habe, was ich mehr als lustiges Gimmick, aber trotzdem als witziges, lustiges Gimmick empfinde. Das Stream Deck kann Home Automation. Sprich, wenn ich mein Stream Deck mit dem Home Assistant verbinde, kann ich zum Beispiel meine Lichtstimmungen schalten über das Stream Deck. Das ist schön, weil ich muss nicht aufstehen und keine Webseite aufmachen und nichts, um zum Beispiel auf mein Streaming-Licht umzuschalten in einem schönen Bordell-Lila. Oder alternativ Gefechtsstationsrot. Ach ja, was wäre das Leben ohne Automatisierungen? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.